Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier ein bisschen was liegen. Darüber haben wir gestern, das ist von Merch Cowboy. Das ist von einem Merch Shop. Will ich aber euch noch nicht sagen, was, das kommt denn gleich. Das ist Osterangebote. Das ist für meine Mama. Da unten ist was für mich. Das habe ich von einem Abonnenten auf Instagram abgekauft. Der hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich noch HDMI-Kabel brauche. Der hat welche übrig. Der hat nämlich von Kabel direkt bestellt. Und da habe ich dann halt hier so ein, also einmal hier den mit den normalen 4K HDR-Kabel mit blau-schwarz. Dreimal. Das müsste der 3 Meter lange hier sein. Ne? 3 Meter. Dann einen kleinen. Steht da vielleicht die Meteranzahl drauf? Ja, 1 Meter. Und das ist auch 1 Meter. Beides ein Meter. Und hier steht es nicht. Also hier steht nichts auf der Verpackung drauf, aber das müsste rein theoretisch der 3-Meter-Kabel sein. Und Meter, das ist gut für Lowboard, da kann ich dann halt Sachen austauschen oder für hinterm PC, ja, für den HDMI-Switch. Und hier haben wir dann natürlich noch den Premium-Kabel. Links dazu findet ihr natürlich auch eine Videobeschreibung. Die habe ich unter meine Hardware ganz unten drin, weil die habe ich auch alle verbaut, die blauen und die blau-schwarzen. Das sind, ist die Premium-Reihe. HDMI 2.1 Kabel. Dass ich hier ein bisschen erweitern kann und austauschen kann, wenn was ist. Das müsste jetzt auch schon die zweite Generation davon sein. Ich habe noch die erste Generation von den HDMI-Kabeln. Was nicht heißen soll, dass die schlechter sind. Ja. Das habe ich geholt. Dann habe ich. Machen wir das erstmal für meine Mama auf. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das bringe ich dann morgen auch vorbei. Also heute ist Samstag, der. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video planen kann. Sind schon so viele Videos geplant. War gut dabei und bin, dass keine Lücke diesmal ist. 23. März haben wir heute. Also ich bin diesmal echt gut dabei, dass keine Lücke ist und dass hier konstant fast immer Hardware, nix angezockt, nix Hardware. Also alle 2 Tage ein Video kommt, entweder Hardware oder halt angezockt. Ach so, ich habe gedacht, das ist nochmal extra verpackt. Nee, wir haben hier dann praktisch die große Basisstation. Muss mal gucken, dass das hier halt nicht rausfällt. Zweimal Stromkabel. Mit so einem Anschluss. Also kein kleiner, sondern einfach so einer, den man so rinschiebt. Mit 2 großen Kontakten. Der andere auch? Ne, der andere nicht. Der ist so rund, wie man es kennt. So, und da haben wir dann halt einmal diese große Basisstation. Von Gigaset oder Gigaset mit großen dicken Tasten für eine fast blinde Mutter ganz gut. Also sie ist ja nicht fast blind, wenn sie ihre Brille aufsetzen würde. Die will sie natürlich nicht aufsetzen, weil die sieht ja doof aus. Aber bei uns Kindern, ne? Kennt ihr das noch? Du musst. Und wenn du da was gesagt hast, konntest du auch nichts sagen. Und dann haben wir halt 2 von den Telefonen halt noch mit bei. Ich wollte eigentlich Fritzfon für sie holen wieder, weil die hat jetzt Fritzfon und eins davon ist kaputt hier. Aber hier sind auch schön große, dicke Tasten und Gigaset soll von der Qualität auch sehr gut sein. Entschuldigung.
Und das war halt der Preis, der dann ausgemacht hat. Für das Fritz-Phone hätte sie dann zahlen müssen pro Phone so um die 70 Ocken. Und hier haben wir jetzt 79 Ocken, also genauso, für zwei. Und hier oben ist irgendwo noch eine Basis drin. Also eine Ladestation. Ah, hier. Da kommt noch der breite Kabel rein. Ja. Da kannst du den Telefon dann hier aufmachen und dann das irgendwo in eine Wohnung machen. Da kannst du so ja Wandhalterung machen, so wie es aussieht. Wenn ich mich da recht nicht verguckt habe. Nee, kannst du nicht. Oder? Doch. Mal gucken. Weil so hat sie dann wieder Zweier. Haben wir hier. Ach, hier sind Akkus drin. 57 mA und die Klappe. Also zwei Klappen. Dann hoffe ich doch, dass in der nächsten Tüte auch noch zwei Akkus sind. Weil bei Fritzfon hast du ja die breiten Akkus. Also damals nicht. Damals hat es auch so eine kleine. Ja, hier ist sie genauso. Und das ist hier kaputt gegangen. Das hat aber 10 Jahre mindestens seinen Dienst getan. Und ja, jetzt wird es halt Zeit für ein neues. Das andere, was ich hier damals dann nochmal geholt hatte, das ist ja schon ein neueres Fritzfon. Das hat schon diese breiten Akkus drin. Das bringe ich dann halt auf jeden Fall. Stelle ich das mal auf die Heizung. Das bringe ich auf jeden Fall. Achso, Kabel vergessen. Morgen zu Muttern und baue ihr das an und schließe ihr das alles an und hast nicht gesehen. So. Dann noch ein Osterangebot, auch von Amazon. Meine Freundin hat ja auch schon fleißig eingekauft. Ihr habt. Das Video müsste rein theoretisch sogar schon online gekommen sein, wenn ihr das Video seht. Da haben wir Sachen für den Balkon gekauft, um den Balkon katzensicher zu machen. Also Netze und sowas, alles müsst ihr euch angucken. Und Haken zum Befestigen kann ich euch nur empfehlen. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Also dass es Haken gibt, weiß ich, aber so in der Art. So, ich habe mir geholt zweimal zwei von Divolo, ach Quatsch, von Meros Heizthermostate. Ich kann auch mal aufmachen für euch, dass ihr das seht. Ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, wenn es euch interessiert, die noch nicht gesehen haben. Und über den Wassersensor, der liegt hier nämlich gerade hier, weil ich meiner Freundin was gezeigt habe. Wartet mal. Ich muss nur gucken, wo hier 1 und 2 und 3 ist. So, hier ist 1. Achtung, Bodenwasserschaden entdeckt. So, gibt es halt als Starter-Set, gibt es das mit einem Thermostat und dem Hub. Dann gibt es den Thermostat einzeln, 2 und 4. Ich habe mich für 2x2 entschieden, ohne praktisch Hub, weil den Hub habe ich ja schon. Den habe ich ja so ja doppelt durch den ja, weil hier ist dann halt, seht ihr, ist nicht groß für den Hub. Hier unten rund, das ist so eine Styropor, da ist auch nichts. Warum habe ich mich für 2x2 entschieden und nicht 4? 4 war immer noch teuer. 4, und das 4er-Set hat gekostet 133 Euro ein paar zerquetschte. Und das zusammen, also eins davon hat mich 54 Euro gekostet. Ich habe insgesamt jetzt 108 Euro bezahlt für beide. Also knapp, also 133? Ja, glaube ich schon, ja. 33. Ein paar zerquetschte. Runden wir mal auf und ab. Das sind 2,10 Euro, 20, 30, 20, 20, 23, na 25 Euro jetzt gespart. Muss man mitnehmen. Die werde ich nachher auch gleich anbauen. Und ich hoffe, dass ich damit wieder meine Heizkosten runterschrauben kann, weil ich hatte ja damals von Divolo welche dran. Und die haben wirklich super funktioniert.
Fenster auf, Heizung aus. Und dass du eine Regel hat, konntest du Regeln einstellen, dass das halt hier so und so viel Grad sein sollen. Dann ist er konstant gelaufen. Wenn es zu viel war, ist er halt runtergegangen. Oder du konntest halt, wenn du gesagt hast, hier, du bist jetzt, nehmen wir mal an, man fährt 2 Tage zur Schwiegermutter nach Berlin und sagt, hier braucht jetzt nicht so geheizt werden, in Energiesparmodus mit 10 Grad oder 5 Grad gesetzt, dass halt nur ein bisschen was ist. Oder halt komplett ausgemacht, kannst du auch komplett ausmachen. Das hat ordentlich, also wirklich gut Heizkosten gespart. Aber die sind mir kaputt gegangen mit der Zeit. Die hatte ich auch ein paar Jahre dran. Deswegen habe ich gedacht, ich hole mir nochmal und investiere 100 noch was Euro und komme dafür im Endeffekt Ende des Jahres ein paar 100 € günstiger bei weg. Weil über die Jahre hin habe ich immer zurückgekriegt. Und dieses Jahr war es halt so, dass ich halt, also musste nicht viel nachzahlen, aber wenn man berechnet, frohes Jahr, nee, war ja eigentlich frohes Jahr, wir sind ja schon 24, also das letzte Mal musste ich 54 € bezahlen. Hört sich jetzt nicht viel an, 54 € ist ja okay. Ja, aber ihr müsst berücksichtigen, das Jahr davor habe ich knapp 300 € zurückbekommen. 298 oder so. Wir runden mal auf 300 €. Ich habe 300 € zurückbekommen. Dieses Jahr bekomme ich nichts zurück und muss noch draufzahlen. Also ist die Differenz von davor zu jetzt nicht nur diese 54 €, sondern die 300 plus die 54. Ja, runden wir mal ab, machen wir mal 50 drauf, sind 350 € mehr. Innerhalb von einem Jahr. Und ich habe aufgepasst, weil nicht so viel Heißwasser und alle drum und dran. Aber es ist fucking teuer geworden. Und jetzt hoffe ich, dass ich damit jetzt wieder ein Stück runterkomme. Ich mache vielleicht in einem Jahr, mache ich dann nochmal, oder, na gut, jetzt habe ich sie den Winter ja noch nicht gehabt. Ich habe sie jetzt erst seit Anfang des Jahres. Mache ich vielleicht beim nächsten Mal, oder vielleicht beim nächsten Mal, der Winter kommt ja noch mit drin. Nee, da ist er noch nicht mit drin, die Rechnung. Im August ziehen die ja ab. Also die nächste Rechnung ist jetzt ja noch nicht drin. Das ist ja immer von August bis August. Ich krieg's auch. Also die Vorrechnung war Augustende, also hat bezahlt von dem Jahr davor. Und das vorige Jahr August, also 23, zahle ich August 24. Die brauchen dann immer ein Jahr, um die zu erstellen. Ja, und dann wäre ja praktisch August 25, würde ich dann halt das erste Jahr komplett damit haben. Dann bin ich mal gespannt, ob sich da was ergibt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, ob ich jetzt einsparen konnte oder nicht. So, dann habe ich noch was geholt. Wie gesagt, bei Merch Cowboy. Da ist übrigens auch Paul Panzer. Das hatte ich gestern ja im Stream schon mal erwähnt. Mit seinem Merch Shop. Ist aber nicht von Paul Panzer, was ich hier habe. Das ist von dem, wo ich Fan bin seit Jahren. Den habe ich schon verfolgt. Da hat er bei Comedy aus dem Waschsalon mitgemacht. Da hat er noch nicht, oder mal kurzzeitig nicht in Berlin gewohnt, sondern in Köln. Da hat er auch noch keine DVDs, ihr habt noch keine CDs. Nix. Und da habe ich letztens nämlich ein Video gesehen. Da war er in einer Talkshow und hat ein T-Shirt angehabt. Und auf seiner Webseite bin ich ja regelmäßig drauf, wegen Tickets. Nicht wegen Tickets, also es kann nicht in. Das sind mir zu viele Menschen. Aber da steht dann immer oben im Banner Ende. Also immer, also ich habe alle DVDs von ihm. 8, 9, 10 DVDs. Und da steht immer am. Wenn die Show zu Ende geht, also das Bühnenprogramm halt, zu Ende geht, steht dann immer ein ganz großer Banner, dann und dann Tourfinale. Da und da. Und wenn eine Tourfinale ist, dauert es nicht mehr lange, so 1, 2 Monate vielleicht, dann kommt die DVD dazu raus und dann kann ich mir die aktuelle Show endlich auch zu Gemüte tun und die werde ich dann natürlich kaufen. Bedrucktes Textil bitte bei 30 Grad mit Feinwaschmittel auf links waschen, nicht schleudern. Oh, ich habe immer schleudern, muss ich schleudern ausmachen, okay? So.
Und da habe ich mir dann halt dieses T-Shirt geholt. Hattet B, C, B und C. Ja, da habe ich von Spaß kostet auch meine T-Shirts. Ich gender nicht. Ich habe einen Schulabschluss. www.mariobart.de. Das ist ein ganz normaler Druck, so wie ich es auch kenne. B und C T-Shirt. Luftiges, also nicht diese schweren. Ihr habt ja diesen schweren Stoff, diesen dicken Stoff. Und ihr habt ja diesen leichten Stoff. Und das ist halt der leichte Stoff. Also für 34 Euro Shirt. Also ich bin Fan von ihm, aber... €20 hätten auch getan. Also 34 finde ich ein bisschen too much dafür, muss ich so mal sagen. Plus Versand. Da zahlst du ja. Hey Google. Spaßkostet.de. Webseite. So, jetzt gehe ich mal auf Kategorien, Männer, T-Shirt, nehme ich einfach mal Ostdeutschland, Größe auswählen, 18,99, 20 Euro T-Shirt, 18,99, 20, wenn großer Druck ist, oh, sieht aber auch geil aus. Was ist denn das für eins? City Old Firm. Gentleman Club. Oh, das sieht aber auch geil aus. So. Ja, 1777. Ja, also 20. 20 hätten es auch getan. Sagen wir mal so. Das sind jetzt 14 Euro mehr, da kriegst du ja bei anderen kriegst du ja zwei T-Shirts für. Aber ich wollte es unbedingt haben, weil ich den Spruch geil fand, weil ich ihn geil fand und schon lange kein T-Shirt mehr von ihm hatte. Das erste T-Shirt, was ich von ihm hatte, damals, da passe ich nicht mehr rein. Das ist vor über 20 Jahren gewesen. Mittlerweile, glaube ich, müssten es über 20 Jahre her sein. Das habe ich immer noch. Nicht mehr im Schrank, aber luftdicht weggepackt. Aber das war damals eine Größe M. Da passe ich nicht mehr rein. Da passt vielleicht ein Oberschenkel von mir rein. Aber das war doch. So. Nichtsdestotrotz soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wäre natürlich ein Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Guckt doch mal in den Kommentaren. Da ist eine Liste, Amazon-Liste für jeden was dabei. Da habe ich ein paar Listen für euch erstellt. Wenn es rund um PlayStation-Merch geht, Xbox-Merch, PlayStation-Zubehör und eine Liste für die M2, für die PlayStation. Da sind alle M2, noch alle Größen drinne. Die könnt ihr dann raufgehen, seht im einen Blick, welcher preisgünstiger ist, wo ein Kühlkörper mit bei ist und wo keiner mit bei ist. Und die preisgünstigsten habe ich ganz nach oben gepackt. Ja, also die Preise sind da gerade, gut, jetzt zu Ostern ist, war alles, also Osterangebote jetzt, so gut wie alles weg. Wirklich. So gut wie alles. Also, aber man kriegt im Schnitt mittlerweile 4 Terabyte für den Preis von dem, was ich damals für 2 Terabyte bezahlt habe. 4 Terabyte sollten damals ja 400, 500, 600 Euro kosten. Kriegst du jetzt schon für 200 ein paar zerquetschte, 250 Euro so rund gerechnet, kriegst du schon 4 Terabyte Erweiterung für die PlayStation 5. Ja, also mir reichen mittlerweile 2 auch aus. Ich lösche dann halt oder schieb auf die normale USB-Platte, die ich hinten noch per USB dran habe, und dann also auslagern und dann hole ich mir das zurück, falls ich es brauchen sollte. Ja, dann ist es halt schneller, als wenn ich es runterladen muss. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.